So, hier bin ich jetzt nochmal in der alten Brutanlage. Und so soll es eigentlich sein, dass man den Hebel runter macht und dann wieder hoch macht. Aber wenn man das eben zu schnell macht, fallen die Eimer raus. Einfachheit ist die höchste Form der Perfektion. Aber da dies deutsche Technik ist, darf das natürlich nicht so sein. Am einfachsten wäre es ja, ich hätte das ja einfach weggemacht. Aber ich finde, das sieht einfach cool aus, deswegen muss es so bleiben, ne? So, und dann werde ich jetzt mal zeigen, wie ich das gemacht habe, dass es funktioniert. Einmal, also hier geht ja der Block runter und gibt ein Signal ab, ne? Und vorher ging es immer direkt an den ganzen Kram. Jetzt wird es erst verlängert, das Signal. Dann wird hier eine Speicherzelle umgelegt, welche dann wieder ein Signal zurück an den Endschalter gibt. Und wenn da von hier kein Signal mehr kommt, dann geht erst das Signal an den Reset zu der Speicherzelle, so dass da oben wieder alles ausgeht. So, und das zeige ich jetzt mal. Also ich habe es bis jetzt noch nicht kaputt gekriegt. Hab da jetzt schon ein bisschen rumgefummelt. Gucken, ob ich es kaputt kriege. Nee, es scheint wirklich zu funktionieren diesmal. Also würde es auch ein Leiharbeiter nicht mal so schnell kaputt machen können, die Technik. Geil, Mann. Geil. Ich hab's geschafft. Echt zu funktionieren. Ha! Also kann dieser Hinweis weg. Passt. Einwandfrei. So, dann werde ich das mal wieder zum Download anbieten und als nächstes werde ich mich hier mal noch beschäftigen mit. Weil einmal hat. Ich habe mal darum gebeten, dass mir mal Leute zeigen, wie sie die Hühnerfabrik hier bedienen. Das ist halt das beste Feedback, was ich bekommen kann. Wenn jemand halt so ein Let's Play, Let's Show-Dingens macht, über meine Technik, also alles, was ich zum Download anbiete, dürft ihr halt Videos draußen machen, da habe ich kein Problem mit. Und es war halt so, der hat da den Hebel zu früh umgelegt, wo noch nicht alle Hühner drin waren. Und dann werde ich mich mal überlegen, wie kann ich das machen, dass die Leute das richtig bedienen. Ne? Einfach so aus Spaß, ne? Also dann, wie immer, Servus. Also mit einer bestimmten Frequenz kann man es doch kaputt machen, aber ich sage mal, zu 95% ist es idiotensicher.